So, ja, wir sind jetzt einmal kurz in der Automesse. Wir wollten ja hier einmal unseren Supra eigentlich ja noch ein bisschen tunen. Als Favorit? Nein, Ansehen, Geschichte wollen wir auch nicht. Okay, wir haben es aktuell. So, Design, Lackierung. Schauen wir mal an. Also Lackierung passt ja eigentlich. Aufkleber anbringen. Ah, da kann man so Aufkleberzeugs machen. Okay. Mustergruppen gibt es an sich auch. Kann ich wohl ein ganzes Design auch auf einen anderen Wagen bringen, oder? Obwohl, nee, das passt doch gar nicht. Ah, ich weiß gar nicht. Eigentlich wollte ich dann in Upgrades rein, weil ich denke immer Tuning, aber Tuning ist immer das. Dann denke ich mir so, ah, okay, das war falsch. Okay, bei Upgrades wollte ich rein. So, automatisches Upgrade, wir schauen mal. Was sind wir denn überhaupt? B, fast 700. Das heißt, wir könnten. Ich finde es halt nur krass, dass man halt bis auf S2 eigentlich an sich hoch kann. Und das heißt so ziemlich mit allen Wagen. Also wie viel. Schade, dass hier nur Kilowatt steht. Ich habe jetzt nicht die Umrechnung im Kopf, wie viel PS das sind, aber 750. Schon einiges, gell? Schon ein bisschen heftig, aber halt 70.000 oder 67.000 Credits. Ich meine, der Wagen hat, glaube ich, 30 gekostet und doppelt so viel für S2. Also wir könnten, wenn dann auf A zum Beispiel hochgehen, aber B, das passt eigentlich auch dann mit den anderen Wagen, finde ich. Wir machen individuell. Hier können wir natürlich alles machen. Da können wir richtig fett alles machen, okay. Natürlich schon ganz cool. Hier, Auspuffanlage. Erstmal hier fette Rennauspuffanlage rein. Bin mal gespannt, ob das auch was mit dem Sound her macht. Wie machen wir es hier? Bremsen und so. Stabilisatoren. Ansonsten, ich weiß nicht, Fahrwerk. Vielleicht Fahrwerk noch so ein bisschen. Oder Sportfahrwerk, Verstärkung und Überrollkäfig. Wieso der Überrollkäfig eigentlich? Hier können wir noch ein bisschen was verbessern, dass es ein bisschen stabiler ist. Die Bremsen, waren die Bremsen okay? Wir machen sie mal rein, sieht auch ein bisschen cool aus. So, hier geht sogar auf Beschleunigung, okay. Machen wir hier den Derner, da ist das Handling dann ein bisschen besser. Haben wir tiefer gelegt. Was haben wir hier? Gewichtsreduzierung. Das würde ich mal lassen. Ansonsten fliegen wir noch davon. Das wäre natürlich nicht so gut. So, was haben wir hier? Kupplung, Getriebe, Antriebswelle, Differential. Das lasse ich jetzt mal so, weil ich jetzt ja eigentlich an der Leistung gar nicht so viel machen muss. Und ich bin jetzt eh schon in AA hochgerutscht. Deshalb, die Felgen machen wir am Schluss. Ja, das habe ich eigentlich gesucht. Aerodynamik und Optik. So, das war der Standard. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Hier gibt es schon einiges, gell? Für den hier, für die Tuner gibt es schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, soll ich das da nehmen oder das da? Weiß es nicht genau. Ich würde mal. Ich nehme mal das hier. So, was kann man hier machen? Ich finde den Standard-Heckspoiler eigentlich ganz cool. Ah, das hat ein bisschen was. Das finde ich ein bisschen zu viel. Das weiß ich nicht, ob das so. Ich weiß nicht, so einer sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber ich weiß nicht, bei dem Wagen. Ich finde jetzt den Standard-Heckspoiler an sich nicht schlecht. Würde ich mal so lassen. Das hat halt natürlich das Supra-typische. So, was haben wir hier? Hier haben wir halt viel von der Lackierung. Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder das da. Das sieht schon cool aus. So ein bisschen hier mit den kleinen Flügelchen hier. Aber ich denke mal, wenn wir hier noch vielleicht einen fetten Auspuff reinmachen, kommt das hier besser. Seitenschweller. Was haben wir da? Kamera gerade ein bisschen blöd eingestellt, gell? Machen wir den da, wo ganz tief kommt, oder? Luftwiderstand minus 1%. Die Motorhaube. Ja, ist nicht das Mega-Ding, aber komm, hau mal rein.
Wieso kann ich keinen Auspuff machen? Wir haben jetzt alles drin. So, jetzt haben wir hier so Mega-Umbauten. Hier ein V8, 6,2 Liter. Bringt aber gar nicht. Okay, Beschleunigung. Antrieb. Ah, nee, würde ich jetzt mal so lassen. Luftzufuhrsystem. Okay, hier haben wir einen Twin-Turbo. Ist ein Twin-Turbo eigentlich nicht besser wie hier Single-Turbo? Machen wir den mal rein. So, dann haben wir 735 schon. Was mich jetzt noch ein bisschen nervt, ist, wieso kann ich an dem Auspuff nichts machen? Ich hatte halt hier die Auspuffanlage. Aber hier haben wir nur so verschiedene Dinger. Aber jetzt so am Auspuff selber kann man groß nichts ändern, gell? Oder ändert sich da was? Dass man da nicht irgendwie so rein einfach optisch gesehen nichts machen kann, das finde ich leider ein bisschen schade. Hier haben wir den Single-Turbo drin. Da können wir nochmal hochpimpen. Okay. So, dann ist ja nur noch eins. Das mit dem Auspuff, das nervt mich jetzt so ein bisschen. Hier so einen kleinen Pümpel dran. Finde ich ein bisschen schade, dass man so einen Doppelten machen kann oder so auf beiden Seiten oder so einen richtig fetten Einzelnen oder so, so wie damals bei Need for Speed. Das fehlt mir eigentlich jetzt so ein bisschen. So, wir hatten sogar... Wir hatten ja, welche im Kopf. Wo die Lackierung hatte als Felgen. Die war nicht ganz cool, so ein Schwarz. Das waren so 5 Speichen. Und es ging so nach innen, also... Richtung Radmitte sind die so nach innen gegangen. Mal gucken, ob ich die finde. So in etwa. Hier sieht man so, die springen hier so raus. Die gehen hier so nach innen, nur halt mit so 5 Speichen. Oder vielleicht fallen mir auch welche auf, die mir dann persönlich besser gefallen an dem Wagen. Wir gehen jetzt mal alle so einigermaßen zügig durch. Ich meine, so ein gewisses... da, so geht es schon fast in die Richtung. Wir haben ja schon mal fast so ein Muster. Ist halt immer so ein bisschen blöd, weil ich nie weiß, in welche Kategorie das reingeht. Die da waren es doch, oder? So in die Richtung. Ich meine, das Gold muss jetzt nicht unbedingt sein. Schwarz würde eigentlich vollkommen reichen. Ich glaube, das kann ich noch umändern. Waren das sogar die hier? Nicht ein bisschen zu extrem? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal nochmal ein bisschen weiter durch. So, das ist hier voll der Tuning-Part. Ja. Die sehen so ein bisschen dünn aus. Vom Muster her gar nicht so schlecht, aber so ein bisschen dünn. Ich glaube, das waren eine der ersten, weil jetzt haben wir hier so Spezialfelgen. Und ich glaube, die... Da waren so ganz exotische... Wow, geil, das nehmen wir doch, oder? Es sind so manche dabei, die sehen dann richtig geil aus an diversen Wagen und dann bei manchen anderen denke ich mir so, wer hat diese Felgen entworfen? Denkt man sich so manchmal. Gerade auch das hier. Wobei, an so gewissen, ja okay, an so gewissen Wagen hat das natürlich was. Okay, dann war das glaube ich schon, ich glaube die da waren das dann. Müssen wir jetzt mal schauen, ob wir halt können hier die Felgengröße noch anpassen. Würde ich mal sagen, vorne machen wir 18, hinten machen wir fette 19er. Die Reifenbreite. So an sich sieht man ja gar nichts, gell? Alter, da kann ich ja so mega Dinger drauf machen. Handling, Beschleunigung, Starten, Bremsen. Ich habe extrem, aber guck mal, auch auf meinen Tuningpreis hier. Hier, das wird immer schlechter, dann lassen wir das mal so. Die Reifenmischung. Sport, Rennen, Offroad. Ja, wir machen eher mal Rennen, weil wir ja auch Rennen fahren und auch nicht unbedingt Offroad. Alter, guck mal, 40.000 Credits schon. Alter, wir sind bei S1. Alter, wann ist das passiert?
Auch Farben ändern oder so? Jawohl. Wir sind im Upgrade-Shop. So. Alter, wir sind da trotzdem einfach mal so ein S1 reingegangen. Und am Schluss fahre ich gegen einen Lambo und habe dann doch keine Chance, oder wie? Oh je, oh je. So, jetzt muss ich mal schauen. Auto lackieren. Ja, lackieren ist ja eigentlich auch falsch, oder? Wurde gesperrt. Kann ich nicht einfach nur die Reifen noch ändern oder bleibt das Gold so? Das finde ich leider ein bisschen schade. Ja, dann lassen wir es halt so. Alter Falter. Willkommen zurück, Big Boss. Sie hatten eine Meisterschaft schon zum Teil absolviert. Soll ich eine Route zum nächsten Rennen berechnen? Jo, das machen wir mal. So, sieht aber schon ganz cool aus, gell? Ja, mit den Felgen, so dicke Schlappen drauf. Ansonsten, ja okay, wir haben halt hier, gell, die ganzen, die Heckstoßstangen, Seitenschweller gemacht, Spoiler geblieben. So, und man hört auch ein bisschen den Turbo pfeifen. Aber guck mal, er beschleunigt eigentlich nicht so viel. Für das, dass er eigentlich in hier in S1 ist. Ist natürlich so eine Sache. Da bin ich jetzt mal gespannt, gegen was wir hier fahren. Aber ich denke auch gegen so ähnliche Wagen, die halt auch so hochgetuned sind. So. Wir machen einmal die Meisterschaft weiter. So. Ja, okay. So Megakarren sind es auch nicht dabei. Die sind halt wohl auch hochgepimpt. Aber ist nicht so ein Ferrari Lambo oder so dabei. Wobei der. Oh, der Skyline? Du bist eigentlich schon fett. Guck mal, wie der abdüst. Alter, gegen den habe ich gar keine Chance. Vor allem frage ich mich, wieso wir gerade so mega in S1 hoch sind. Okay, ich habe noch was an dem Turbo gemacht. Aber hat das so viel ausgemacht? Ich habe das gar nicht so genau verfolgt. Dann kann ich ja gerade noch einen fetten Motor einbauen, den V8. Ist ja dann auch gerade egal. Ich finde aber die Lenkung so... War die am Anfang auch schon so träge? Irgendwas passt da noch nicht so ganz. Boing, boing! So, hier dagegen. Na super, der ist auch weg, der Spiegel. Ich finde die Lenkung gerade schon ein bisschen extrem. Ja, sehr träge. Aber ich weiß halt nicht, ob das schon war oder nicht. So, hier haben wir noch 3 Stück. Aber eigentlich geht es ja einigermaßen hier mit gegen die anderen. So, das war zu viel. So, guck mal hier, ein schöner Drift natürlich schon gemacht, aber hat mir halt nicht viel gebracht hier. Ich habe komischerweise meine Position gehalten, das wundert mich ehrlich gesagt. Ich muss halt relativ viel bremsen, damit ich um die Kurven komme. Das nervt mich noch so ein bisschen. Wir da noch irgendwie was machen können. So, noch 30%. Wir müssen uns noch irgendwie ranarbeiten. Alter, das war viel zu weit. Was zur Hölle? Ne, lass uns mal drin. Wir spulen mal nicht zurück. Aber da vorne ist schon bald das Ziel. So, oh, da kommt die Ecke. Das ist natürlich die Sache mit der Ecke. Da können wir vielleicht was rausholen. Aber ja, okay, der Checkpoint steht ein bisschen blöd. Mies hier mit dem Sprung gerade. Ja, okay, wir konnten nichts rausholen. War ja alles abgegrenzt. Ja, aber trotzdem. Trotzdem 1 geworden, gell? Ohne Probleme hier. Okay. Ja, punktemäßig sieht es natürlich wieder perfekt aus. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.